Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bayern rüsten auf. Derzeit sind über 1 Million bekannte Waffen im Umlauf. Seit 2013 ist die Zahl der erlaubnispflichtigen Schusswaffen um mehr als 10% gestiegen. Bei den ausgestellten kleinen Waffenscheinen gab es einen massiven Anstieg um 150% zwischen 2013 und 2015. Mit fatalen Konsequenzen. Menschen sterben durch Schusswaffen bei uns hier in Bayern. Noch ganz frisch im Gedächtnis ist uns allen der schreckliche Tod eines jungen Polizisten durch einen sogenannten Reichsbürger in Georgensmund. Wer durch ein lasches Waffenrecht diese Entwicklung unterstützt, macht sich mitschuldig. Unser oberstes Ziel muss es sein, das Leben und die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu schützen und nicht das Recht auf Waffenbesitz. Wir müssen das Gewaltmonopol des Staates verteidigen und durchsetzen und nicht zusehen, wenn immer mehr Menschen glauben, sie müssten sich jetzt selbst bewaffnen. Und Sie als CSU und Sie als CSU-Regierung stehen für so ein laxes Waffenrecht. Und dafür gibt es genug Belege. 340 sogenannte Reichsbürger besitzen Waffen. Und 177 Menschen aus dem rechtsextremen Spektrum haben eine Waffenerlaubnis. Die Quelle? Das CSU-Innenministerium. Und ich bin mir sicher, da wird die nächsten Wochen und Monate noch einiges ans Licht kommen, da die CSU-Regierung erst nach dem schrecklichen Tod eines Polizisten bei dem Thema Reichsbürger erst richtig in die Gänge kommt. Die Justiz und die vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen warnen schon seit Jahren vor dieser rechtsextremen Bewegung und die CSU hat bei diesem Thema immer weggeschaut. Ich erwarte vom Innenminister Herrmann, dass er endlich handelt. Er muss die gesetzlichen Regelungen konsequent vollziehen. Und dazu gehört, entwaffnen Sie die Reichsbürger. Sorgen Sie dafür, dass ein Reichsbürger erstmal gar keine Waffenerlaubnis bekommt. Und kümmern Sie sich darum, dass Rechtsextreme nicht länger die Waffen horten. Denn eine Sache ist doch eigentlich klar. Je mehr Waffen sich im Umlauf befinden, umso größer ist auch die Gefahr von Missbrauch. Deswegen sagen wir Grüne, das Waffenrecht muss verschärft werden. Denn wenn die Zivilgesellschaft hochrüstet, führt das nicht zu mehr Sicherheit. Wenn es nach uns geht, muss der Kauf und Besitz von Schreckschusswaffen, Pfefferspray und Co. zukünftig erlaubnispflichtig sein. Wenn es nach uns geht, gibt es regelmäßig Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfungen. Und wenn es nach uns geht, wird der private Waffen- und Munitionsbestand regelmäßig, und die Betonung liegt auf regelmäßig, kontrolliert. Und wenn es nach uns geht, wird sich endlich um die deaktivierten Waffen gekümmert. Es braucht eine einheitliche Kennzeichnung sowie Standards für die irreversible Deaktivierung. Eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es doch ein Wahnsinn, dass wir heute immer noch über dieses Thema diskutieren müssen. Es muss doch eigentlich bisher wirklich der Letzte verstanden haben, dass es immer noch viel zu einfach in unserem Land ist, an Schusswaffen zu kommen. Viele der Waffen, die jetzt illegal sind, waren davor legale Waffen. Der Amoklauf am Münchner Olympia-Einkaufszentrum und die Anschläge von Paris haben uns das ja beispielsweise schmerzhaft ins Bewusstsein gerufen. Hier kamen deaktivierte, aber später illegal aktivierte und damit wieder tödliche Waffen zum Einsatz. Kolleginnen und Kollegen, es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass deaktivierte Dekorations- und Salutwaffen sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union erlaubnisfrei erworben werden können. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann kann man doch nur den Kopf schütteln, wenn man sieht, wie Sie als CSU reagieren. Anstatt dass Sie Gesetze machen und die Bevölkerung und unsere Polizistinnen und Polizisten zu schützen, blockieren Sie ein besseres Waffenrecht auf Bundes- und auf Europaebene. Ich zitiere da den Innenminister Herrmann, der im Bayerischen Rundfunk gesagt hat, Zitat, wir müssen alles daran setzen, dass die neuen Vorschriften nicht in der EU umgesetzt werden. Das, Herr Herrmann, ist eine unverantwortliche Politik. Sie umschmeicheln die Waffenlobby, dienen sich ihr als verlängerter Arm an. Sie nehmen in Kauf, dass sich mehr Menschen bewaffnen. Sie nehmen in Kauf, dass die Sicherheit leidet. Kolleginnen und Kollegen, die Sache ist doch klar. Den Kampf gegen den Terror gewinnen wir nicht, wenn jedes EU-Land weiterhin sein eigenes Süppchen beim Waffenrecht kocht und es keine gemeinsamen Standards gibt. Und den Terrorismus dämmen wir doch nicht ein, wenn der Kampf gegen Waffenhandel im Darknet nicht endlich intensiviert wird. Und unsere Bevölkerung lebt nicht sicherer, wenn die Gefahr größer wird, dass der Nachbar sich auch selbst bewaffnet.
Es ist doch eigentlich ganz einfach. Mehr Sicherheit gibt es nicht durch mehr Waffen, sondern durch weniger. Dafür müssen wir sorgen, dafür setzen wir uns Grüne ein, denn alles andere ist unverantwortlich. Eine Zwischenbemerkung, ich habe es nicht gesehen. Frau Kollegin Schulze, wenn Sie vielleicht bitte noch mal kommen. Ja, jetzt, so. Frau Kollegin Schulze, der Kollege Ganzer wird nachher unsere Position zum Waffenrecht allgemein darstellen. Ich hätte allerdings schon noch eine Bemerkung zu machen, wo ich ein Problem bei Ihrem Antrag sehe, das ich konkret ansprechen will. Und zwar, Sie führen das Problem der Reichsbürger so ein, als wenn man jetzt das Waffenrecht ändern müsste, damit man endlich was damit zu tun hat. Meines Erachtens verschmieren Sie dabei tatsächlich ein bisschen die Verantwortlichkeiten, die wir da im Augenblick haben, für diese massive Bewaffnung bei den Reichsbürgern in Bayern. Es ist ja jetzt schon so, dass wir eine Rechtsgrundlage haben, dass man was hätte machen können. Voraussetzung wäre gewesen, dass das Innenministerium das anerkennt, was schon seit langem offensichtlich ist, dass nämlich Reichsbürger gegen die demokratische Ordnung vorgehen, dass Reichsbürger gegen den Rechtsstaat vorgehen und ihn bekämpfen. Und das hat das Innenministerium nicht getan. Ganz im Gegenteil, das Innenministerium hat immer gesagt, das wäre in erster Linie ein psychologisches Phänomen und hat erst jetzt nach den tödlichen Schüssen auf den Polizeibeamten in Georgensgmünd ist erst jetzt zum Handeln gekommen. Frau Kollegin Schulze, ich glaube, was man schon noch mal ganz deutlich herausstellen muss, der Grund für die massive Bewaffnung von Reichsbürgern in Bayern, der hat einen Namen und dieser Name heißt nicht Waffenrecht, dieser Name heißt Joachim Herrmann. Sie haben natürlich total recht und so habe ich es sowohl gesagt, als auch so steht es auch in unserem Antrag, dass natürlich das geltende Waffenrecht jetzt erstmal konsequent vollzogen werden muss. Genau das fordern wir in unserem Antrag und das ist natürlich ein deutlicher Seitenhieb an diese Seite im Haus, weil die CSU-Regierung und damit der Innenminister Herrmann genau dieses Thema seit Jahren verschläft. Wir brauchen das, was wir jetzt schon am Waffenrecht haben, muss auch konsequent umgesetzt werden. Wir müssen konsequent kontrollieren. Wir müssen all den Menschen, die gegen die Gesellschaft, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verstoßen, auch die Waffen entfernen und wegnehmen. Klar muss das gemacht werden. Darüber hinaus sind wir Grüne aber der Meinung, dass das Waffenrecht auch noch mal verschärft gehört. Ich hatte ja aufgeführt, welche Sachen wir diesbezüglich meinen. Das steht auch in unserem Antrag so drin. Und darum ist von unserer Seite her es auf zwei Seiten zu beachten. Zum einen erstmal den konsequenten Vollzug der bestehenden gesetzlichen Regelungen, so wie das unter Römisch 2 in unserem Antrag drin steht. Und im zweiten Grund, der zweite Punkt, sowohl auf Bundes- als auch auf Europaebene für eine Verschärfung des Waffenrechts zu kämpfen und zu streiten, damit eben weniger Waffen in Deutschland, in Bayern und in Europa überhaupt bei den Bürgerinnen und Bürgern vorhanden ist.